Spurs bekommen Top-Pick. Die San Antonio Spurs haben vergangene Nacht in der Lottery gewonnen und dürfen damit als erstes Team im Draft 2023 auswählen. Damit bekommt das Team die Möglichkeit, Jahrhunderttalent Victor Wembanyama aus Frankreich in die eigenen Reihen zu lotsen. Nach den Spurs dürfen die Charlotte Hornets ans Board, gefolgt von den Portland Trail Blazers, den Houston Rockets und den Detroit Pistons, welche die Top 5 komplettieren. Die Spurs könnten vor dem Beginn einer neuen Dynastie unter Coach Greg Popovich stehen. Das Team hat neben Wemby 12 First-Round-Picks zwischen 2024 und 2028 und damit beste Voraussetzungen, in den kommenden Jahren einen Top-Contender zu formen. Mehr zum anstehenden Draft und den Talenten hinter Wembanyama liest ihr übrigens auch ab Freitag in der neuen Basket, erhältlich am Kiosk oder im Online-Shop unter basket.de. Morant äußert sich zu Waffenskandal. Grizzly-Superstar Ja Morant hat sich nach seinem erneuten Waffenvideo in einem Statement geäußert. Ich weiß, dass ich viele Leute enttäusche, die mich unterstützt haben. Das ist ein langer Weg und ich verstehe, dass es mehr zu tun gibt. Meine Worte bedeuten jetzt vielleicht nicht viel, aber ich übernehme volle Verantwortung für mein Handeln. Ich verpflichte mich dazu, weiter an mir zu arbeiten. So der 23-Jährige. Die Liga untersucht den Vorfall indes weiter, während Memphis den Youngster bereits suspendiert hat. NBA-Boss Adam Silver erklärte in einem Interview, dass er absolut geschockt gewesen sei, als er das Video am Wochenende sah. Die Untersuchungen halten an, er befürchtet jedoch leider das Schlimmste. Im Raum steht unter anderem eine gerüchtete mögliche Sperre von einer halben Saison. Auch Sixers Coach entlassen. Das Trainerkarussell in der NBA dreht sich munter weiter. Nachdem bereits die Toronto Raptors sowie die Milwaukee Bucks und Phoenix Suns ihre Headcoaches entlassen haben, ziehen auch die Philadelphia 76ers die Reißleine. So trennte sich das Team diese Woche nach dem enttäuschenden Playoff-Aus gegen Boston von Doc Rivers. Er erreichte mit den Sixers in drei Spielzeiten jeweils die Conference Semifinals. Von vielen Fans wird das jedoch als enorm enttäuschende Bilanz eingeordnet. Als potenzielle Nachfolger gelten laut ESPN jetzt unter anderem Mike Budenholzer, Nick Nurse, Frank Vogel und Monty Williams.